Der Einfluss der Zentralbanken ist größer denn je, besonders in ungewissen Zeiten wie diesen. Und ich werde euch die wichtigsten Daten und Termine der Zentralbanken international heute bekannt geben. Viel Spaß beim Zusehen. Also gleich mal vorweg, schaut doch gerne mal bei uns in der Telegram-Gruppe hier vorbei. Hier posten wir eben zum Beispiel solche Berichte wie Trading-Regeln, was ist sehr wichtig, welche Termine gelten für diese Woche zu beachten und so weiter. Und das Ganze wird auch im Discord, sofern die Gruppe mal auf 10 Member wächst, dann dokumentiert werden. Schaut gerne mal vorbei, das auf jeden Fall für dieses Video und lasst uns gleich mal anfangen. Also wo schaue ich denn überhaupt nach, was es denn für Termine für die Woche gibt? Also es gibt verschiedene Seiten, aber die beste und bekannteste ist vermutlich mal die Federal Reserve Government, also die offizielle Website der Fed. Und da seht ihr zum Beispiel, wenn ihr da ein bisschen eingibt, okay, wann sind die nächsten FOMC-Meetings, was kommt ab und so weiter. Und hier seht ihr zum Beispiel, Jänner bis Februar ist das nächste FOMC-Meeting, sprich die nächsten Zinsratenerhöhungen, wie auch zum Beispiel die Einschätzung der Inflation, wie sich die weiterentwickelt hat, ob wir unter den Erwartungen und über sind, und das alles sind wichtige Faktoren für die Preisentwicklung unserer Aktienmärkte und Kryptomärkte. Noch kurz zu den Inflationsdaten. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, aber zum Beispiel die Inflationsdaten vom CPI-Index, der eigentlich international recht gerne verwendet wird, haben sich in den letzten Jahren recht drastisch verändert. Also wenn man zum Beispiel die Daten von damals nehmen würde, den Consumer Price Index, sprich den Warenkorb, der damit zusammengestellt wurde, wären wir jetzt bei knappen 14% Inflation, was natürlich enorm groß ist. Aber jetzt sind wir offiziell bei, ich glaube, 6,1 oder was auch immer. Und ja, trotzdem ist sie immer noch hoch. Und hier in Europa vor allem, finde ich, spürt man, wie sie immer noch wächst. Also die Preise jetzt, okay, nicht der Benzinpreis vielleicht, aber andere Güter wie zum Beispiel, ja, Milch, Cola, Dosen, was auch immer, das alles steigt auf jeden Fall noch immer im Preis gefühlt. Dann erkundige ich mich natürlich auch immer bei der Bloomberg-Seite. Hier empfehle ich jedem ein Abo. Ich bin hier auf dem Laptop da gerade nicht eingeloggt, aber grundsätzlich schon. Schaut auch hier immer vorbei, Bloomberg ist mein absoluter Favorit für News, Artikel und so weiter. Online ist auf jeden Fall mein Favorit, ganz knapp vor Reuters noch. Also die zwei verwenden alle institutionellen Investoren. Cool finde ich aber auch FX Street, weil hier seht ihr zum Beispiel, was sich hier die kommende Woche tun wird, auch noch mit den genauen Zeiten, mit dem Konsensus, mit dem Einfluss auf den Preis, dem erwarteten und so weiter. Also das ist eine super geile Seite, noch besser finde ich als die Fed-Seite, weil da einfach mehr Daten gegeben sind. Und hier seht ihr zum Beispiel, was die Woche ansteht. Und ich habe hier die in der Telegram-Gruppe die wichtigsten Sachen rausgesucht, wie zum Beispiel die Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde, welche heute stattfindet, lustigerweise, also gestern, wenn ihr das Video vermutlich seht, und hier zum Beispiel den S&P Global BME Composite. Was ist das überhaupt? Das ist zum Beispiel eine Umfrage bei Einkaufsmanagern in verschiedenen Ländern und Branchen, die die Geschäftsaktivität und Stimmung misst. Also hier geht es um das grundsätzliche Sentimentsmessung weltweit eigentlich, okay? Also extrem wichtige Daten, wie zum Beispiel auch dann am nächsten Tag die CPI-Daten aus Australien, sprich die Inflation dort, und all das, was die Zentralbanken jetzt in den kommenden Wochen und Tagen sagen, werden wir dann einen extremen Einfluss einfach auf die gesamte Weltwirtschaft haben, wie auch eben den Kryptomarkt. Also es gilt genauestens zuzuhören, besonders jetzt, einfach weil gerade das, was die Zentralbanken sagen, so wichtig sind. Künftig, irgendwann wird das alles natürlich, wenn sich die Inflation widerlegt, in die Ruhe kommen. Jetzt noch kurz zu Davos, zum World Economic Forum. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, was da abging, aber da wird einfach Krypto immer weniger thematisiert, und Thema Nummer 1 war jetzt halt die Inflation. Was ein Wunder, und wie sie sie halt bekämpfen können weltweit und so weiter. Das Thema Inflation wird außerdem auch ein immer größer werdendes, und ja, bin gespannt, ob wir jetzt nicht schon langsam deflationäre Bedingungen in Amerika erfahren. Was ebenfalls sehr wichtig ist, wird das BIP, also das GDP, aka Gross Domestic Product in Amerika sein. Das sagt einfach quasi, wie viel im letzten Jahr gehandelt wurde, wie viel gekauft, wie viel verkauft wurde, und das alles einfach zusammen. Das ganze BIP hat eigentlich nicht unbedingt einen Einfluss auf die Gesundheit oder eine Wirkung auf die Gesundheit einer Wirtschaft, denn es sagt einfach nur, wie viel gehandelt wurde, und das sagt ja nicht, was, wofür oder ob das sinnvolle Investitionen waren, wie beispielsweise Waffenindustrie, was auch weiter. Also es hieß ja jetzt damals in Amerika, wir sind offiziell in der Rezession, wenn der BIP zweimal hintereinander zurückgeht. Und das haben wir jetzt schon mittlerweile erreicht, wenn ich mich recht erinnere. Und jetzt wird halt quasi dann die Frage sein, ob das langsam wieder ändert oder ob wir weiter quasi in einer rezessiven Wirtschaft sind. Ebenfalls extrem wichtig wird zum Beispiel die kanadische Zinsratenerhöhung sein, falls ich das noch nicht gesagt habe, und eben quasi der 5-Jahres-Konsumerwartungen wie ausstehende Hausverkäufe, okay? Also jetzt wird quasi auch berichtet werden, ob der Immobilienmarkt, einer unserer letzten Märkte, die korrigieren sollten, mit dem Arbeitsmarkt, der jetzt auch schon langsam korrigiert, aber noch nicht offiziell. Also quasi wir kommen unserem Ende langsam aber sicher immer näher, und jetzt warten wir quasi darauf, dass die Zinsraten der Fed, der Zentralbanken weltweit, langsam gelockert werden, wenn Arbeitsmarkt und Immobilienmarkt eben endgültig zu korrigieren beginnen. Dann gilt das Kaufen, weil dann kommt das Quantitative Easing, sprich das Kaufen der Banken. Das war es auch schon für das heutige kurze Video. Ich hoffe, es war informativ und hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder ein Sub oder whatever. Am besten auch mit der Notification Bell. Und das war es auch schon für das heutige Video eben. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und bis zum nächsten Mal.